Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der kleinen Interviewserie mit Esther Hofmann. Ich bin hier in ihrem Atelier und frage sie ein bisschen aus rund ums Thema Brautkleid. Was steht mir denn so? Was würdest du sagen? Oder kann ich einfach alles anziehen? Gibt es da was zu beachten, wenn ich jetzt ein Brautkleid kaufen möchte? Dir persönlich jetzt als Person? Zum Beispiel? Okay. Zum einen muss man halt immer sagen, dass Geschmäcker unterschiedlich sind. Das hört sich immer so negativ an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, dir steht dieses und jenes super toll, sagt der Nächste, vielleicht finde ich gar nicht, das ist überhaupt nichts für dich. Ne? Also, oder du selber sagst, okay, vielleicht könnte ich das so tragen, aber ich fühle mich darin überhaupt nicht wohl. Ne? Das ist so der Faktor Nummer eins. Man sollte immer darauf achten, worin fühle ich mich wohl. Ne? Also, dass man sich nicht verstellt, nicht verkleidet, vor allem am Hochzeitstag nicht. Das meinen ja viele, dass sie dann irgendwie ähnliche Klischees oder Idealvorstellungen erfüllen müssen. Und bitte, bitte nicht. Ja, also bitte bleib dir selbst treu, zieh das an, worin du dich wohlfühlst, weil genau das strahlst du halt auch aus, nach außen hin. Und das sieht man dir auch an, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Generell gilt aber auch, es sind so ein paar Kleinigkeiten, wenn man zum Beispiel... jeder hat so seine Stellen oder Dinge an sich, die er gerne mag, die er vielleicht nicht so gerne mag und ein bisschen kaschieren möchte, wie breite Hüften oder breite Schultern. Wir Frauen haben ja alle irgendwie was, ne? Ist so. Tatsache, ja. Ne? Gibt es halt so ein paar kleine Tricks, wie man sowas kaschieren kann. Allgemein, du bist groß und sehr schlank, da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Ne? Eigentlich kannst du da alles tragen. Trotz meiner breiten Schultern. Siehst du, da haben wir es schon. Das ist aber auch was, was du so siehst. Das habe ich jedes Mal, hier sind Frauen, die sagen, ich habe ein breites Kreuz, ich habe einen dicken Hintern. Und die Begleitpersonen sitzen daneben, gucken, rollen alle mit den Augen und sagen, wo denn? Weißt du, was ich meine? Das ist so, jeder sieht etwas an sich, was vielleicht andere Leute auch gar nicht so wahrnehmen. Aber das ist vollkommen okay. Mhm. Wenn du sagst, ich mag meine breiten Schultern nicht so sehr, wenn man ein breites Kreuz hat, empfiehlt es sich zum Beispiel nicht, Spaghetti-Träger oder ganz dünne Träger zu tragen, weil man dann noch viel breiter aussieht. Okay. Wenn man, aber schulterfrei? Schulterfrei ginge, ja, an sich schon. Mhm. Bei einem breiten Kreuz oder auch bei sehr viel Oberweite würde ich immer zu breiteren Trägern auch raten. Und eher hochgeschlossen dann oder nicht? Das kommt drauf an, ob man Dekolleté zeigen möchte oder nicht. Okay. Also ich würde eh nie... Das ist aber auch wieder eine Typfrage. Manche sagen, ne, ich finde das super toll, ich möchte den riesen Auftritt und einen Ausschnitt bis hier. Manche sagen, nee, das ist mir einfach zu viel, ich möchte gar nicht so freizügig vor den Altar oder wie auch immer treten. Und dann ist es auch okay. Ne, also prinzipiell muss man immer eher nach Geschmack gucken und nach persönlichem Empfinden. Hm. Weil es gibt auch Frauen, die sind super schlank, haben die Modelmaße ohnehin, aber fühlen sich in ganz vielen sehr unwohl. Auch wenn jetzt jemand anders, ich zum Beispiel, sagen würde, du kannst das tragen. Mhm. Okay. Ja, aber generell, was den meisten Frauen steht, ist eigentlich diese klassische A-Linie. Damit kann man nichts verkehrt machen. Sprich, oben ein eher enger liegendes Oberteil, was figurschmeichelnd ist, vielleicht mit einem kleinen Ausschnitt oder wie auch immer, was sich dann nach unten hin in einen eher weiter fließenden, leicht fallenden Rock ergibt. Dieses oben eng, unten weit, diese typische A-Linie, damit kann man nie was verkehrt machen. Okay. Und gibt es irgendwas zu beachten, wenn zum Beispiel die Frau klein ist, jetzt im Gegensatz zu mir? Ja, viele sagen ja zum Beispiel, als kleine Frau kann man keine langen Kleider tragen. Das unterstreiche ich nicht. Ich persönlich finde eher, eine kleine Frau mit einem kurzen Kleid wirkt noch kleiner. Mhm. Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Also, wenn man kleiner ist, sollte man vielleicht nicht auf Querlinien setzen, also irgendwelche Unterbrechungen innerhalb des Kleides, die das Auge anziehen, dass man quasi aussieht, wie, als hätte man so verschiedene Abschnitte. Weil wenn man etwas, das staucht, das macht halt noch kleiner, als wenn man jetzt zum Beispiel einen fließenden langen Rock hat. Das macht optisch immer noch ein bisschen größer. Mhm. Okay. Ja, also wenn quasi das Auge sollte vertikal verlaufen, anstatt horizontal. Ja. Verstehst du, ja, was ich meine? Mhm. Ja, weil dann ergibt sich so ein
so ein Fluss visuell quasi, was so ein bisschen optisch streckt und was halt auch schlanker macht und halt auch die Person ein bisschen größer wirken lässt. Aber genau das wäre ja jetzt quasi so die Richtlinie für jeden Typen, oder? Wenn man groß und extrem schlank ist, sollte man vielleicht eher auf quer setzen. Wenn man nicht ganz so groß neben seinem kleinen Mann wirken will. Ich weiß ja nicht. Und das nicht unbedingt. Ich würde mir einfach überlegen, was mag ich an mir sehr gerne und das auch betonen. Ja, okay. Ne, sei es eine schöne Schulterpartie, ein schönes Dekolleté, ein toller Hintern, lange Beine, wie auch immer. Lenkt dann eh immer ab, ne? Ja, und man fühlt sich auch viel wohler darin, als wenn man sagt, ich habe breite Hüften und ziehe was an, was super eng ist und fühle mich darin einfach unwohl, weil ich immer das Gefühl habe, jeder sieht meinen dicken Hintern. Das ist ja so die persönliche Empfindung dahinter, ja, ne? Okay. Dass man halt eher das kaschiert, was einem nicht so gut gefällt und das hervorhebt, was einem gut gefällt. Okay, spannend. Ja, cool. Da bin ich mal gespannt, was es bei mir dann irgendwann ja gibt. Ne? Meine Freundin hat heute, als wir telefoniert haben, heute Morgen schon gefragt. Und hat er jetzt endlich mal einen Antrag gemacht? Endlich mal. Vor allem endlich mal, ne? Nee, hat er nicht, aber... Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich sag da auch immer, bitte kein Stress. No pressure, ja, habe ich zu ihm gesagt. Ist ja auch wirklich so. Das muss halt sich einfach ergeben. Gut, ne? Ding will Weile. Ganz genau, so sieht es auch. Ja. Danke dir. Gerne. Wir machen gleich mal weiter und mit der nächsten Frage. Mit der nächsten Frage. Mal okay. Gucken, was wird. Ach so, stopp. Wenn euch die Videoserie gefällt und ihr Fragen habt oder einen Kommentar hinterlassen wollt, dann unten Daumen hoch und so. Würden wir uns natürlich voll freuen. Yay.